Okay, ich würde sagen, dass wir vielleicht noch so eine Minute warten und dann mache ich gleich die Einführung. Okay, dann erstmal herzlich willkommen an euch alle von Pro Quote Film aus. Wir haben heute unsere zweite Veranstaltung im Rahmen der Berlinale zu dem Thema Intersektionalität und widerständige Praxis, Filmpolitik, was nun? Und ich möchte ganz herzlich begrüßen Tessa Hart, die heute moderieren wird. Dann herzlich willkommen an Naima Wachter, Natasha Kelly, Roshana Behesht-Nejad, Lubna Mesaudi, Lorena Junghans und herzlich willkommen natürlich auch an alle von Pro Quote Film, die heute hier sind. Wir haben ungefähr 80 Minuten Zeit für das Gespräch und ich würde euch bitten, dass ihr eure Fragen vielleicht einfach an der Seite wirklich noch analog notiert. Dann haben wir am Ende noch ein paar Minuten, 10 Minuten für eure Fragen. Aber bitte schreibt sie nicht in den Chat, weil das manchmal so ein bisschen von dem Gespräch ablenkt. Aber wir freuen uns total, wenn wir am Ende auch noch mit dem Publikum ins Gespräch gehen können. Und damit würde ich auch schon an Tessa übergeben. Und viel Spaß. Ja, vielen Dank, Pari. Dann auch von mir herzlich willkommen zu der Veranstaltung Intersektionalität, widerständige Strategien, Filmpolitik. Was nun? Ich bin Tessa Hart, Kulturmacherin, unter anderem Projektleitung von Afropolitan Berlin. Und meine Pronomen sind sie, ihr im Deutschen, im Englischen verwende ich auch they insgesamt flexibel. Ja, und ich freue mich sehr, heute durch die Veranstaltung begleiten zu können. Vielleicht kurz noch mal zum Thema. Worüber möchten wir sprechen? Was ist angekündigt? Rassismusvorfälle, rassistische Rhetorik im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ist einfach ein trauriger Standard, wurde auch schon unter anderem von einer externen Prüfung zum Beispiel beim WDR festgestellt. Die Studie Vielfalt im Film offenbarte erst vor kurzem, dass die Hälfte aller Befragten Diskriminierungserfahrungen in den letzten 2 Jahren gemacht hat. Die Redaktionen von Fernsehsendern und von Filmförderungen sind sehr hierarchisch aufgebaut, mehrheitlich weiß besetzte Institutionen. Und wir haben heute Kultur- und FilmemacherInnen versammelt, ProduzentInnen, GründerInnen und möchten mit Ihnen diskutieren über widerständige Strategien, über Strukturveränderungen, die wir brauchen für eine gerechtere und inklusivere Film- und Fernsehbranche und zum Thema Intersektionalität uns austauschen. Hier vielleicht auch noch der Hinweis, wir sind auch alle aus unterschiedlichen Kontexten, haben unterschiedliche Perspektiven, auch in unserer Sprachverwendung oder in den verwendeten Begrifflichkeiten, decken natürlich längst auch nicht alle Perspektiven ab, das wäre unmöglich, aber in diesem Roundtable bringen wir sehr viel Wissen und sehr viel Denkanstöße zusammen. Ich möchte auch noch kurz darauf hinweisen, wenn ich irgendwann im Laufe der Veranstaltung Namen von Personen, Projekten, Firmen falsch ausspreche, bin ich immer sehr dankbar, wenn ich sofort korrigiert werde, damit sich das auch gar nicht falsch erst einprägt. Also da bin ich dankbar für die Anmerkungen. Genau, wie Pari sagte, Fragen vom Publikum sehr gerne am Ende. Und dann möchte ich schon gerne unsere tollen GästInnen heute vorstellen. Vielleicht noch mit dem Hinweis, wenn ihr nachher zum ersten Mal das Wort ergreift, sagt gerne auch noch mal kurz eure Pronomen hin dazu, wenn möglich. Aber ich freue mich sehr, dass wir heute willkommen heißen. Zum einen Lorena Junghans, Producerin. Auch dabei Natasha R. Kelly, Kommunikationssoziologin, Autorin, Regisseurin und Kuratorin. Lubna Mesaudi, Gründerin und Geschäftsführerin von BWOC Rising. Roshanak Behesht-Nejad, Produzentin bei der In Good Company GmbH. Und Naima Wachter, Creative Producer und Strategist. Ich habe sie jetzt bewusst ganz kurz vorgestellt, da sie so lange Vorstellungen gerade im digitalen Format auch manchmal schwieriger sind zuzuhören und wir einfach sehr viel über die Personen jetzt im Gespräch und im Roundtable herausfinden möchten, direkt von ihnen selbst.
Und ich hätte auch gleich eine einsteigende Frage, um ein bisschen mehr in eure verschiedenen Erfahrungswelten einzutauchen. Und zwar, wenn ihr euch daran erinnert oder erzählt auch, wenn ihr euch nicht daran erinnert, warum vielleicht nicht, wann seid ihr zum ersten Mal dem Begriff Intersektionalität begegnet und was hat das bei euch ausgelöst? Wer von euch möchte denn gerne anfangen? Ich muss euch mal umstellen, dass ich euch alle sehen kann. Naima, möchtest du gerne einsteigen? Du lachst mich so an. Kann ich machen. Ja, wir haben es vorhin ja schon kurz angesprochen. Intersektionalität ist für mich auch ein Begriff, der gar nicht so lange irgendwie wirklich präsent war. Das war eins von den Worten, ich glaube, das ist ganz vielen von uns wahrscheinlich in den letzten Jahren durch die ganzen Rassismusdebatten und es ist ja wie eine Welle von neuer Aufklärung auch passiert. Und es war eigentlich ein Wort für eine Sache, die ich schon lange im Kopf hatte, die ich aber nie benannt habe oder die ich nie benennen konnte. Und irgendwann ist halt in den letzten, ich würde sagen, 2, 3 Jahren dieses Wort einfach aufgepoppt und plötzlich konnte ich ein Thema beschreiben, was einfach wichtig ist. Ja, danke dir. Und Roshana, du hattest auch gerade gesagt, für dich war der Begriff auch noch nicht so geläufig. Nein, ist mir gerade erst jetzt sozusagen geläufig geworden und wie Naima würde ich sagen, natürlich kenne ich das Konzept dahinter, aber die Begrifflichkeit dazu nicht und finde es ehrlich gesagt ganz schön, dass es einen Begriff dafür gibt, weil was Unbenennbares wurde jetzt sozusagen greifbar. Ja, danke, das ist sehr schön ausgedrückt. Und vielleicht Natascha, wie war es bei dir? Ja, mir geht es tatsächlich auch so ähnlich. Ich war vor fast 10 Jahren jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Gender Studies der Humboldt-Universität. Und da ist der Begriff mir das erste Mal über den Weg gelaufen sozusagen. Aber das Konzept dahinter, das lebe ich eigentlich schon lange. Und dieser Begriff hat dann sozusagen, wie Naima das schon beschreibt, etwas einen Namen gegeben, was schon da war und immer schon meine Praxis war. Ne? So würde ich das auch beschreiben. Ja, sehr treffend. Und Lubna, wie war das bei dir? Ja, also ich kann mich auch nur meinen VorrednerInnen anschließen. Bei mir war es auch erst vor ein paar Jahren, 2016, glaube ich, ist mir das erstmal über den Weg gelaufen. Und es hat wirklich Klick bei mir gemacht, weil Intersektionalität nicht nur eben die Verschränkungen von Mehrfachdiskriminierung wirklich greifbar macht, sondern auch wirklich, es geht hier um Macht, um Systeme dahinter. Und das hat mir nochmal noch andere Wege irgendwie eröffnet, meine Arbeit ja eigentlich anzufangen. Ich glaube, das hat mich auch dazu ermutigt, das zu tun, was ich heute tue. Ja, danke. Und Lorena, berichte auch gerne. Gerne. Also meine Pronomen sind Sie, Ihr. Ich würde mich auch gerne audiodeskriptiv kurz vorstellen. Ich habe kurze braune Haare. Ich trage heute eine Silberkette und ein schwarzes T-Shirt, auf dem eine pinke Kartenansicht mit Blumen drauf ist. Da steht Palestine drauf. Und ich habe einen Ohrring in meinem Ohr. Und der Begriff der Intersektionalität, der ist mir zum ersten Mal überhaupt theoretisch begegnet, als Freundinnen von mir in Beirut mir Bücher zugeschickt haben, weil ich mich unbedingt weiterbilden musste. Das heißt sowas wie We Should All Be Feminists von Chimamanda Ngozi Adichie. Also das ist ein theoretischer Intro. Aber tatsächlich das erste Mal Intersektionalität, wenn es um den Filmbusiness geht, habe ich von Natasha Kelly in 2017 gehört. Da war ich so auf so einer Veranstaltung von dem Feminist Film Week und sie hat dazu Amandina Gay Speak Up eine Rede gehalten oder beziehungsweise ein Panel gemacht. Und da ist mir das erste Mal begegnet im Film Kontext, bis ich das dann wirklich implementiert habe in meiner Arbeit. Diese intersektionale Idee, das war, als ich angefangen habe, mit Merle Grimme zusammenzuarbeiten, die eine der ersten Personen war, die das dann wirklich konsequent eingesetzt hat in den Filmstrukturen, in den Produktionsstrukturen. Und ja, so war es bei mir.
Ja, vielen Dank für die sehr verschiedenen Einblicke und dass es auch übereinander teilweise schon passierte. Ich wollte kurz meine Perspektive auch noch dazu geben. Ich habe nämlich tatsächlich so Anfang der 2010er bin ich dem zum ersten Mal begegnet, als ich aber in London gearbeitet habe. Und da, also in meinem Arbeitsumfeld war der Begriff da schon sehr, sehr geläufig. Kam dann auch nach Berlin 2018 und bin einfach mit diesem Begriff sehr geläufig umgegangen, habe den so verwendet, ohne auch immer sicherzustellen, dass eigentlich auch alle diesen Begriff auch schon als einen geläufigen Begriff hatten und merkte da eben auch so diese Wichtigkeit eben auch am eigentlich Klarstellen, aus was für Begrifflichkeiten, was für Sprache verwenden wir eigentlich alle, dass eben auch ein ganz wichtiger Aspekt einfach ist dieser Kommunikation und wo ich eben merkte, aha, ich kann nicht das immer auch voraussetzen, was ich an Begrifflichkeiten aus anderen Kontexten mitbringe. Aber ansonsten ging es mir genauso wie bei euch. Es war wirklich so ein Aha-Moment von, das ist genau das, was ich beschreiben wollte und was genau, was ich empfinde und mache. Und jetzt hat es einen Begriff. Und diese Wichtigkeit, etwas benennen zu können, ist wirklich essentiell in ganz vielen Punkten. Und wir haben ja für die Möglichkeit, heute diesen Roundtable, wirklich einen Roundtable zu machen und nicht nur eine Sache von wegen, ich stelle euch nacheinander Fragen, haben wir ja vorab so ein bisschen einen Input von euch angefragt und wirklich sehr schöne Antworten erhalten. Und ich würde jetzt noch mal kurz die Input-Frage vorstellen, die wir all unseren Panelistinnen heute vorab geschickt hatten. Die war nämlich: Was ist ein Element, das du verbindest mit einem Schlüsselerlebnis der Befreiung, der Selbstermächtigung und/oder der Widerstandsfähigkeit in deinem beruflichen Werdegang, das dich nachhaltig geprägt hat und deine Herangehensweise und Sichtweise auf strukturelle Mehrfachdiskriminierung dauerhaft beeinflusst hat? Und damit wollten wir nämlich wirklich mal in eure Erfahrungswelten eintauchen und so ein bisschen anhand dieser die heutige Diskussion ausgestalten. Und was erstmal natürlich ganz klar auch von einigen von euch zurückkam, war, es ist ja eine lebenslange Erkenntnisreise. Es ist nicht ein Erlebnis. Und das ist, glaube ich, uns haben wir alle so erfahren. Aber trotzdem hattet ihr alle sehr tolle Erfahrungen, Projekte und Momente, die da doch sehr viel repräsentieren. Und was auch immer wieder bei euch aufkam, war diese Tatsache, dass natürlich das auch das Private und Berufliche sich in dem Aspekt nicht unbedingt trennen lässt. Denn wir sind Menschen, die in einem Gesamtsystem leben, in einer gesellschaftlichen Struktur und natürlich diese Gesamterfahrung machen und in dieser selbst ermächtigen. Aber wir freuen uns sehr, da mal einen Blick zu werfen auf eure Inputs. Und mit dem ersten tatsächlich würden wir sehr gerne anfangen mit Millies Erwachen von Natasha R. Kelly. Und wir hätten hier einen Trailer, den wir gerne einspielen würden. Tonja, wenn das klappt. Moment, die Zoom-Technik sind wir jetzt alle gewohnt. Die schwarze Frau als eins der niedrigsten Glieder der Kette, als Stahlbolzen für die Emotionen aller Menschen um sie herum, von schwarzen Cis-Männern, von weißen Cis-Frauen, von weißen Cis-Männern, von weißen Menschen jenseits unserer Idee von Mann und Frau, von unseren Freundinnen of Color. Sie ist alles, trägt alles, kann alles. Für dich und all deine Bedürfnisse. Ich kann mich nicht ganz genau erinnern. Ich glaube, ich war 16, 17. Da hatte ich einen Freund, so einen Liebhaber. Und der hat hier in den Werkstätten in Sanssouci gearbeitet, also in den Steinmetzwerkstätten. Und wir haben uns immer getroffen zum Trinken und so. Und irgendwann hat er mich gefragt, ob ich nicht mal bei ihm vorbeikommen kann. Ich habe mich gewundert und so, ja, okay, komm ich mal besuchen, weil zu dem Zeitpunkt war ich selbst noch, und da habe ich selbst mit dem Gedanken gespielt, Steinbildhauerin
ja, also Bildhauerin zu werden. Bin ich da hingegangen in die Werkstätten und dann stand da in roher Gestalt einer der Köpfe aus Friedrichs-Mohren-Gruppe, in der wir uns hier gerade befinden. Und er meinte, ja, er bräuchte ein Haarmodel. Er würde gerne meine Haare anfassen und meine Haare betrachten, um die Haare besser, dieser Mohren-Gruppe besser modellieren zu können. Die wurden damals restauriert. Das ist ein sehr interessantes Buch von Amrita Shergill. Was ich finde, was ich schätze an Amrita, ist, dass sie hat angefangen, Bilder zu malen von Leuten, die aus ihrer Kultur kommen. Und nicht nur wie Männer haben sie gezeichnet oder gemalt. Und in Deutschland habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass wenn du anders aussiehst oder anders bist, dass du nicht mehr unbedingt zur Kategorie Mensch gehörst. Also Berlin bedeutet für mich auch eine Form von Erwachen, weil ich in Berlin sehr viele verschiedene Menschen auf engstem Raum kennengelernt habe. Ja, also ich habe vorher, kannte ich ja auch verschiedene Leute, aber ich war eigentlich immer in so einer homogenen Gesellschaft. Ja, vielen Dank. Ja, danke schön. Genau, Applaus sehe ich bei. Genau, gerne auch diesen Applaus. Genau. Ja, danke Natascha auf jeden Fall für das Teilen. Und ich dachte, vielleicht kannst du uns erst einmal ein bisschen was zum Hintergrund, zur Entstehung des Films Millis Erwachen erzählen und auch was der für dich selbst bewirkt hat. Ja, Millis Erwachen ist für mich der Inbegriff von Intersektionalität. Also nicht nur content-wise, dass eben schwarze Frauen zu Wort kommen, Frauensternchen, Flinter eigentlich, sondern dass ich eigentlich diesen Film gemacht habe für die Berlin Biennale, also die Kunstbiennale und nicht für die Berlinale. Na, das ist ja schon eine Intersektion. Also dass ich im Prinzip in einem Kunstraum mit dem Medium Film gearbeitet habe, ja, wo sich Dinge eben überschneiden tatsächlich. Und den Zugang dazu habe ich tatsächlich nur bekommen, es war 2018 auf der 10. Berlin Biennale, weil es damals ein All-Black-Kuratorinnen-Team war. Ja? Und ich behaupte, dass wenn es das nicht die Struktur gewesen wäre, dass ich auch nie den Zugang zu einer solchen Plattform auch bekommen hätte. Ja, also von daher ist auch, da war sozusagen Intersektionalität nicht etwas, was wir verhandelt haben, sondern das war die Grundlage, der Ausgang, ja, von etwas. Und als sie mich eben gefragt haben, ob ich etwas machen wollte, wusste ich tatsächlich noch nicht, dass es Film werden würde, sondern die haben mich gefragt, weil ich tatsächlich zum Thema schwarze deutsche Geschichte arbeite und in vielen verschiedenen Medien. Also ich bin sowohl im Theater unterwegs als auch in Museen. Diesen und einen zweiten Film habe ich auch gemacht. Ich komme aus der Wissenschaft und bin letzten Endes über die visuelle Kommunikation sozusagen aus der Akademie, hat mich das rausgeführt, weil die Wissenschaft ist eben sehr starr, sehr, sehr stur. Und eigentlich hatte ich ja Kommunikationswissenschaften studiert mit der Grundidee, eigentlich im journalistischen oder zumindest Medien-Filmbereich irgendwas zu machen. Das ist dann auch nicht wirklich direkt geworden. Und in diesem Film habe ich dann mit 8 Künstlerinnen gesprochen, die zwischen 20 und 60 Jahre alt sind. Also
auch das ist intergenerational sozusagen, ne? Also auch, wo sich wieder Generationen auch überkreuzt haben. Also Intersection heißt ja nichts anderes als Kreuzung, ne? Und auch die Form, also die haben, meine Auswahl ging ja darum, also sozusagen die Kontinuität der schwarzen Frau im deutschen Kontext zu thematisieren. Also vor allem im Kunstbetrieb, im Kunstbereich. Und sie erzählen alle, wie sie Zugang erhalten haben oder eben auch nicht und was Kunst für sie bedeutet. Und ich habe ein sehr breites Verständnis von Kunst, das will ich auch dazu sagen, also nicht in einem kunsthistorischen Kontext, wie wir das aus einer eurozentrischen Perspektive verstehen, sondern tatsächlich eher einen afrozentrischen Vorstellung von Arts, wo für mich eben wirklich auch Film dazugehört. Film gehört für mich dazu, Theater gehört für mich dazu, natürlich die Visual Arts sowieso, aber für mich gehören auch Physics dazu. Metaphysics ist auch für mich eine Form, eine Kunstform, ja, und im Allgemeinen etwas, wie kommuniziert werden kann, wo das Visuelle eben eine sehr tragende Rolle spielt, ja. Und sie haben dann von ihren unterschiedlichen Ereignissen erzählt. Und in dem ersten Beitrag, also es sind 8 aneinandergereihte Kurzfilme, die immer unterbrochen werden, aber zusammen eine kollektive Erzählung ergeben. Und ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so einen Anklang finden würde. Und ich glaube, eines der Gründe, warum, ist, dass natürlich der Titel Millis Erwachen auf das Bild von Ernst Ludwig Kirchner zurückgeht, wo Massiré gerade davor stand und ihr Spoken Word Stück performt hat. Das ist, Ernst Ludwig Kirchner ist einer der großen Expressionisten, Brücke-Künstler, inzwischen hochdotierter Maler. Ja? Und obwohl es überhaupt nicht um ihn geht in dem Film, sondern um sein Model, nämlich diese schwarze Frau, die letzten Endes unsere Vorfahrin ist, auf eine gewisse Art, war das irgendwie so, huch, boom, Natasha Kelly greift irgendwie Ernst Ludwig Kirchner an. Da habe ich gedacht, ja, lass sie das ruhig glauben, dann können die nämlich mal den Film schauen, worum es mir wirklich ging. Und es ging nämlich tatsächlich dabei, Intersektionalität in seiner ganzen Vielfalt sichtbar zu machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich gelungen. Und das war eine für mich sehr entscheidender Moment, also wo ich es nicht als punktuellen Moment, sondern als Moment in einem lang andauernden Prozess bezeichnen würde, wo für mich sehr viele Sachen zusammengelaufen sind. Ja, also meine wissenschaftliche Arbeit, meine Arbeit in Museen, meine Arbeit mit Film als Kommunikationswissenschaftlerin, meine Forschung zu schwarzer deutscher Geschichte, das hat sich alles plötzlich, war so ein Knoten da. Ne? Wo eben diese Dinge sonst sehr vereinzelt und isoliert voneinander ich immer arbeiten musste und irgendwie dann von da nach da zu rennen und da nach da, weil alles sehr abgeschlossen ist in einem eurozentrischen Kontext, war das der Moment für mich, wo wirklich Dinge zusammengelaufen sind, wo ich die Intersektion, an dem schwarze Flinter tatsächlich stehen, auch sichtbar machen konnte. Ja, durch die Stimmen der meiner Interviewpartnerinnen, aber auch die Stimmen, die wir nie gehört haben, zum Beispiel eine Millie. Ich habe mir dann die Frage gestellt, wer war sie überhaupt und wie kam sie in das Studio von Ernst Ludwig Kirchner? Und dann habe ich dann einen zweiten Film gemacht, also eine Filmmythologie, was genau diese Geschichte erzählt, wo ich dann aber auch wieder Medien miteinander vereint habe. Also ich habe mit einer Tänzerin gearbeitet, Spoken Word, mit Film und auch da kommen wieder Elemente zusammen, die ein großes Ganzes ergeben. Und ich glaube, für mich ist das halt ein sehr wichtiger Moment gewesen, also diesen Prozess, diese Entstehungsgeschichte dieses Films, nicht nur der Austausch mit meinen Interviewpartnerinnen war super bereichernd, sondern auch, ich glaube, was ich an Erkenntnis daraus gewonnen habe, ist tatsächlich, dass es doch möglich ist, Dinge miteinander zu vereinen, die eben vorher so getrennt voneinander gesehen werden und immer getrennt voneinander verhandelt werden müssen, als ein großes
Gemeinsames zu sehen. Ich meine, wir sind ja auch sehr facettenreiche Menschen. Also ich bin ja nie nur Frau und ich bin nie nur schwarz. Und das ist ja die Grundidee der Intersektionalität. Das ist ja genau die Kreuzung sozusagen, wo diese eigentlich inzwischen fast 200 Jahre Geschichte der Intersektionalität begann. Und das ist, glaube ich, für mich, warum ich diesen Input haben wollte, weil das tatsächlich auch meine Praxis beeinflusst hat. Ich habe dann auch gesehen, es geht ja doch. Ne? Also anstatt ständig mit mir selbst im Streit zu gehen sozusagen, also und ständig diesen Schattenboxen zu praktizieren, bin ich rausgetreten sozusagen aus den kognitiven Strukturen vor allem, zu glauben, nur in der Wissenschaft kann ich auch forschen oder nur im Kunst kann ich Kunst machen und umgekehrt. Also sind ja immer sehr voneinander abgetrennte Bereiche. Oder nur im Film darf ich einen Film, Genre darf ich einen Film drehen. Und einfach von einem ganz anderen Ausgangspunkt zu starten, nämlich an der Intersektion, als Intersektionalität tatsächlich als Grundlage, gekoppelt natürlich mit Afrocentricity, zu starten. Und es ist nicht für mich ein Ziel gewesen, sondern eher the starting point einer großartigen Reise, die ich in den letzten 2 Jahren oder seit 2 Jahren machen darf. Ne, wo ich immer in unterschiedlichen Bereichen unterwegs bin. So. Und es ehrlich gesagt genieße, in keiner dieser Boxes zu passen. Ja? Und damit eigentlich auch auf einer gewissen Art schon antirassistische Arbeit mache. Weil antirassistische Arbeit geht ja darum, Strukturen zu dekonstruieren. Und ich glaube, durch die Arbeit, die ich stellenweise mache, zeige ich eigentlich, wie obsolet diese Strukturen sind. Ja? Und das ist eigentlich auch jenseits dieser Strukturen Möglichkeiten gibt, nicht nur kreativ zu handeln, sondern auch politisch zu handeln, feministisch zu handeln und insgesamt ja, näher an das große, übergeordnete Ziel anzukommen, was die Befreiung von schwarzen Menschen wäre. Sehr schön. Ja, vielen Dank dir, Natascha, für diesen sehr, sehr schönen Einblick in den sehr schönen Film, den ich hoffe auch alle die Gelegenheit haben, sehen zu können. Und vor allem auch, was du nochmal hervorgehoben hast, es ist einfach so intersektional auf so vielen Ebenen in dieser Arbeit. Ja, also auch, wie du beschreibst, mit den kulturellen Formen und den Kunstformen, die eben auch ganz intersektional gedacht sind. Und da sehe ich auch dieses ganz starke ja, sich irgendwo auch befreien eben von diesen Systemen, von den konstruierten Ideen, von den Zuschreibungen. Und wir haben schon eine was kleine... Was sich im Titel widerspiegelt. Ne? Genau, also genau. Erwachen ist ja nicht nur das Erwachen dieser Schwester in diesem Bild, das ist natürlich diese Symbolik, sondern auch unser aller Erwachen, vor allem auch mein Erwachen, ja, als Filmemacherin zu sagen, hey, es gibt doch Räume und oder Orte, wo Dinge, die sich in mich vereinen, sozusagen absolut zusammenlaufen können, ja. Genau, genau. Und genau diese Momente des Erwachens, das ist eigentlich das, worüber wir jetzt sprechen möchten auch weiter. Eine Frage, die ich tatsächlich übernehmen würde, es wird gefragt, wo kann der Film gesehen werden? Momentan kann der Film nicht gestreamt werden oder ähnliches, weil ich tatsächlich noch mit dem Film arbeite. Mhm. Also es hat wirklich so viele Anschlussprojekte gegeben. Unter anderem bin ich jetzt beispielsweise mit der Kunsthalle Bremen im Gespräch, wo eben die Sleeping Millie steht, ja, eben mit diesem Bild, mit dem Film und mit meiner Filmmythologie zu arbeiten. Und was mir am Herzen liegt, ist tatsächlich Millie in diesem Haus, wo sie wohnt, in Bremen, einen adäquaten Raum überhaupt zu schaffen, ne, dass sie da sein kann, auch, also in einem sehr bildlich künstlerischen Art. Und deswegen ist der Film noch nicht verfügbar, weil solange ich nicht mehr angefragt werde, werde ich den auch nicht geben. Momentan kann der tatsächlich in Berlin im Galerie, im Turm, am Frankfurter Tor gesehen werden. Da sind beide Filme installiert.
Und ich glaube, bis Mitte Juli ist der da noch sichtbar. Aber es ist kein Film in dem Sinne, der tatsächlich für Screenings gemacht wurde, obwohl ich Screenings damit gemacht habe, in einem klassischen Filmkontext auch, im Kino auch. Aber nie ohne den Film selbst zu einen Rahmen zu schaffen. Also weil es ist eben nicht gemacht fürs Kino. Und dieser Film spricht nicht als von alleine, weißt du? Also es ist kein Film, der für den Konsum gedacht ist. Und deswegen gibt es den Film nicht als DVD oder ähnliches. Ne? Es gibt ein Buch dazu mit der Langversion der Interviews, die ich transkribiert habe, weil kennt ihr ja alle, von dem Filmmaterial kommt dann maximal 10% rein. Und die Geschichten waren mir viel zu wichtig, sie nicht in ihrer vollen Länge zu zeigen. Also gibt es auch das Buch in bilingual, also in Deutsch und Englisch, auch dazu. Okay, alles klar. Ja, also gucken, wo die Installationen stattfinden. Ganz genau. Genau. Und ich würde nämlich da ganz gerne direkt anschließen wollen, so in dem Bereich auch dekonstruieren und befreien von Zuschreibungen mit der Antwort Naima, die du mir zugeschickt hattest, wo du so sagtest, das ist jetzt nicht so groß und ich dachte, das ist enorm. Du hattest ja so einen Erfahrungsbericht so als deine Antwort auf die Frage und vielleicht kannst du uns das nochmal kurz beschreiben. Und dann können wir dadurch ein bisschen die Diskussion auch anstoßen. Na klar, mache ich. Also ich würde auch sagen, wie du am Anfang ja schon gemeint hast, dass es selten dieser eine Moment ist, sondern bei mir sind es eigentlich immer wieder Momente, wo ich wie kurz nochmal aufwache und denke so, wow, stimmt, ist ja so. Und gerade also so typisch dafür war es für mich zum Beispiel, als ich meinen Bachelor gemacht habe, so als ich dieses blöde Zeugnis in der Hand hatte und dann irgendwann da stand und sowas hatte, okay, Moment mal, ich habe das in der Hand, aber die haben alle gesagt, das geht gar nicht so, aber irgendwie hat es doch funktioniert. Und ich glaube, das war halt für mich einfach sehr prägend, weil eigentlich alles, was mir gesagt worden ist, also ich finde vor allem als Woman of Color, wirst du immer wieder auf deinen Platz gewiesen. Also Leute sagen dir eigentlich immer wieder, wo du hingehörst, was sie von dir erwarten, weil sie haben dich halt noch nie in irgendwelchen Positionen gesehen. Und genau halt, und ich finde, es war einfach, Also auch wenn ich mit meinen ganzen Freunden spreche, die ähnliche oder die einfach nicht deutsche Backgrounds haben, sagen wir es so, ganz viele von uns haben Sonderschulempfehlungen und sowas. Und das war natürlich, ja, irgendwann halt auffällig und einfach immer wieder dieses zu sehen, nee, Moment mal, mir sagen jetzt irgendwelche Leute das und das sollte meine Lebensrealität sein. Haben die Leute überhaupt eine ähnliche Lebensrealität wie ich? Nein, also gib mir keine Empfehlung oder sag mir nicht, in welche Richtung es gehen kann oder es gehen sollte, wenn du nicht den Einblick daran hast. Und als ich das dann wirklich gemerkt habe, war das für mich natürlich wahnsinnig stärkend, weil ich mich halt frei machen konnte, weil ich einfach für mich sagen konnte, okay, es ist mir egal, was die mir erzählen, ich treffe jetzt die Entscheidung und ich gehe in die Richtung und dann sehen wir mal, was passiert. Und ich habe auch vor 2 Jahren oder vor einem Jahr, das war Natalie Podiabo, die ich das erste Mal live in Person getroffen habe. Und es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich vor einer BPOC-Frau saß, die in einer höheren Position überhaupt war als ich. Also davor ist mir das noch nie passiert. Und das sind einfach so diese kleinen Momente, wo man merkt, okay, nee, die Richtung muss eine andere sein. Und wenn es diese Realität, und das ist ja auch das, was so stark an den Medien ist, die haben uns diese Realitäten ja auch nie gezeigt, nie wiedergegeben. Und ja, das heißt halt einfach, wir müssen uns die selbst schaffen. Aber auf der anderen Seite ist es halt wahnsinnig ermutigend, weil ich daran sehe, okay, auch wenn es das, was ich jetzt möchte, bisher noch nicht gab, dann muss ich halt rangehen und gucken, in welche Richtung wir da gehen. Genau, und deswegen fand ich auch dein Beispiel eigentlich so stark, weil es hat dieses einerseits sich befreien von Zuschreibungen, andererseits dieses einfach Vertrauen auf deinen eigenen Instinkt, dass du weißt, dass das nicht das richtige Bild irgendwo ist, wie dieses, was wir anfangs sagten, auch wenn wir es noch nicht benennen können. Und andererseits aber auch die Repräsentation schaffen für das, was noch nicht, was es einfach noch nicht gab. Oder wie du auch sagst, das erste Mal, dass es irgendwie eine BPOC-Person gibt oder eine BIPOC-Person gibt als Vorgesetzten. Oder für mich war das auch als in Lehrerin-Position. Ja, halt einfach allein schon in einer höheren Position. Also ich habe ja nicht mal unter ihr gearbeitet, aber überhaupt dieses so jemanden zu sehen im echten Leben, 1:1, das gab es davor noch gar nicht. Und gerade halt auch in der Arbeitswelt, also ich komme ja nicht aus der Filmwelt und auch Productions und sowas mache ich ja in der Werbung. Also ich komme
komme ja noch mal ein bisschen aus einer anderen Welt und es war für mich ja auch total interessant, die Kopplung zu sehen oder den Unterschied zu sehen. Ich meine, bei der Werbung, Werbeindustrie haben wir ähnliche Probleme, aber deutsche Filmindustrie habe ich schon immer das Gefühl, dass wir da noch mal einige Schritte weiter zurück sind. Und genau, dann halt in diesen Kosmos noch mal reinzufallen. Also es war für mich wirklich so, als hätte sich die Uhr noch mal ein bisschen zurückgedreht. Hm. Ja, danke dir. Und vielleicht auch an dem Punkt fände ich es ganz interessant, wie war das denn für andere von euch so in Ausbildungskontexten oder in Abschlüssen? Gab es da auch schon Schlüsselmomente? Lubna, du guckst sehr bejahend. Willst du vielleicht kurz auch noch mal berichten dazu? Ja, gerne. Also da geht es mir natürlich absolut ähnlich, was Naima gerade erzählt hat. Also meine ganze Uni-Laufbahn. Ich hatte, ich glaube, eine Gastdozentin war eine POC. Ansonsten war das durch die Bandbreite weg weiße deutsche DozentInnen. Aber auch schon vorher meiner Ausbildung als Pilotin, da war ich die eine von sehr wenigen Frauen sowieso. Das ist eine sehr starke männerdominierte Branche. Und dann auch noch die einzige Frau of Color. Also es war schon, und gerade weil ich noch so jung war, Intersektionalität war, hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Aber es war schon sehr manchmal einschüchternd. Und immer diesen Druck zu spüren, ich muss besser sein als andere, weil es fällt nicht nur auf mich zurück, wenn ich etwas nicht schaffe, sondern ich stehe, ich repräsentiere alle Frauen of Color oder zu dem Zeitpunkt MigrantInnen. Also es war schon eine große Verantwortung dann auch für mich, ja, es nicht nur mir zu beweisen. Erst später habe ich dann gemerkt, okay, das ist eben genau diese Freiheit. Ich muss niemandem was beweisen und das zeigt nur ihren kleinen Tunnelblick und das, was sie nicht wissen, aber hat nichts mit mir zu tun. Und das ging natürlich nicht nur im Studium so, es ging auch im Job ging es so weiter. Also ich habe nur in weißen Institutionen gearbeitet, immer dieses Othering, dieses Gefühl zu haben, nicht dazu zu gehören. Irgendwas stimmt da nicht. Ich konnte, weil ich eben diese Begriffe eben nicht hatte, nicht genau sagen, nicht genau bestimmen. Aber ja, es hatte bis vor einigen Jahren war das eigentlich so die Norm. Ja, und weil du jetzt eh schon an dem Punkt einsetzt, würde ich sagen, also du hattest da auch als Anfall, als Input auf die Frage, die wir rumgeschickt hatten, deinen Erfahrungsbericht geschickt. Und weil du jetzt da eh schon ansetztest, vielleicht willst du uns das auch gleich jetzt einfach mal aus deinen eigenen Worten nochmal erzählen, was diese Erfahrungen waren. Gerne, also das war tatsächlich eben kurz, nachdem ich überhaupt mit dem Begriff Intersektionalität in Berührung kam. Da hatte ich noch für einen MigrantInnenverein gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Und dadurch bin ich dann irgendwie bei INA, European Network Against Racism, gelandet durch diese Arbeit. Sie hatten eine Veranstaltung und zu diesem Event hatten sie eben, oder in diesem Rahmen hatten sie einen Safer Space kreiert, nur für Flinter of Color. Und das war das erste Mal in einem beruflichen Kontext, wo ich einen Raum betrat und merkte, okay, ich fühle mich wohl. Hier sehen nicht nur alle so aus wie ich, oder zumindest ich identifiziere mich mit ihnen. Es fehlten die normalen Blicke, die ich kassiert hatte. Es kamen keine Fragen, wo ich mich unwohl gefühlt habe. Und da hatte ich das erste Mal wirklich begriffen oder ich hatte erst mal verstanden, wie sich Weiße in Europa fühlen. Ich bin ja in sehr, sehr, sehr homogenen Gesellschaft meistens eben aufgewachsen. Sei es Schule, Uni, Beruf etc. Und das war das erste Mal, wo ich dachte, okay, so fühlt sich das an. Jetzt weiß ich, warum andere so selbstbewusst einen Raum betreten. Das ist der Grund. Und ja, das hat mich dann wirklich sehr beeinflusst. Habe dann auch nachher ganz, ganz, ganz viele tolle Frauen, Flinter kennengelernt.
von denen ich so viel gelernt habe, die eigentlich schon eine tolle Vorarbeit schon geleistet haben seit Jahrzehnten. Und dann wurden sie für mich auch sichtbar. Das war ein Moment nicht nur, wie ich mich gefühlt habe, sondern ich wusste, diese Frauen gibt es. Die sind nur nicht sichtbar, weil wir diese Strukturen nicht haben und nicht diese Ressourcen, unsere Arbeit sichtbar zu machen. Wenn ich damals noch eine Grafikerin gesucht habe, war es so schwer, eine Grafikerin für Color zu finden. Jetzt, wo ich aber diese Strukturen langsam mir aufbaue und diese Netzwerke, es ist ganz einfach. Es war ein sehr besonderer Moment für mich, persönlich und beruflicher Ebene. Ja, danke dir. Und du hast ja dann daraus eben auch Schlüsse gezogen und letztendlich ja auch selbst gegründet. Vielleicht willst du das nochmal kurz berichten. Ja, gerne. Das war für mich auch noch so mal so ein Ansporn zu sagen, okay, das, was es nicht gibt, darauf kann ich nicht warten. Jetzt weiß ich, jetzt kann ich es benennen. Ich muss es eben selbst kreieren. Und für mich war eben dieser berufliche Aspekt sehr wichtig, dass wir eben, was heißt hier nicht nur, die sind natürlich auch wichtig, im privaten Bereich Vereine haben etc. Aber mir hat es einfach gefehlt, dass wir Safer Spaces haben, dass wir wirklich Strukturen im beruflichen Kontext haben. Und da hatte ich eben die Idee, Bevoque Rising zu gründen, im Rahmen eben eines Coworking und dann auch als Empowerment-Projekt. Ich dachte, okay, wenn ich erst vor kurzem diese Aha-Momente hatte, vielleicht haben es andere auch. Und dann hatte ich angefangen, in meinem Netzwerk rumzufragen, ob das wirklich eine Nachfrage ist. Es hat sich herausgestellt, dass es eine Riesennachfrage für solche Räume gibt. Und ich möchte einfach erstmal für mich habe ich keine Lust mehr. Ich habe entschieden, einfach nicht mehr für weiße Organisationen und Institutionen zu arbeiten. Dieses Emotional Labor und Educational Labor, was es noch zusätzlich mitbringt, ist mir einfach für mein Seelenheil zu viel. Gleichzeitig habe ich natürlich auch gemerkt, dass meine Karriere ein Limit hat in diesen Institutionen und Organisationen. Ich habe eben keine Frau of Color gesehen in einer führenden Position, da wo ich gearbeitet habe. Und das war eben bei öffentlich-rechtlichen Sendern, Produktionsfirmen. Ich war auch ab und zu auf Filmsets unterwegs und da habe ich schon gemerkt, okay, das sind die Strukturen, das ist auch das, was in Intersektionalität der Diskurs auch wirklich zeigt. Diese Machtstrukturen, dass weiße Männer in CEO-Positions sind, danach darf ab und zu vielleicht noch eine weiße Frau mitmachen. Das ist dann die Quotenfrau. Oder vielleicht sind wirklich einige, die meinen, das ist das, was Diversität bedeutet in Deutschland oder auch Europa. Und danach erst, ab und zu, dann wird es ein bisschen gemischter. Und ich wusste, meine Karriere hat ein Limit. Und so war das auch Vorstellungsgesprächen, egal auf was ich mich beworben habe. Manchmal hat man mir dann nochmal andere Positionen empfohlen, die eigentlich besser zu mir passen, ich aber gar nicht will. Und das stimmt auch nicht. Aber auch da wieder, ich wurde irgendwo reingedrückt. Genau, und da dachte ich mir einfach, okay, das reicht. Das habe ich mir jetzt zu lange angeguckt. Ich werde Strukturen von innen heraus nicht verändern, sondern ich möchte eigene Strukturen aufbauen, die dann die bestehenden Strukturen als irrelevant hinstellen. Genau. Ja, danke dir. Und da hast du auch was angesprochen, wo wir gerne auch nochmal aus euren verschiedenen Perspektiven ein bisschen einsteigen könnten, nämlich dieser Frage, wenn wir jetzt Strukturen ändern wollen, innerhalb zum Beispiel auch der Filmindustrie. Das ist ja so ein Kampf, dem wir alle irgendwann begegnen, innerhalb von der Institution, außerhalb von der Institution selbst etwas gründen. Was waren da so eure Erfahrungswerte? Wie kommen wir da eigentlich wirklich voran mit strukturellem Wandel? Oder was sind auch die Hürden? Also
Ja, wie gesagt, ich muss es immer ein bisschen relativieren, weil ich nicht nur vom Film sprechen kann, ne? Weil ich ja eben halt auch eher aus einer anderen Industrie komme. Aber was ich halt einfach irgendwann so gemerkt habe, dass, also ich mir für mich auch die Frage stellen muss, möchte ich irgendeinem bestehenden Unternehmen helfen, besser zu werden, aber habe dann dauernd diese Arbeit on top auf meinen eigentlichen Job, dass du halt wieder Diversitätsarbeit machst und in diese Richtung pushst. Oder suche ich mir jetzt einfach jemanden, der schon in diesem Bereich aufgestellt bin und bin einfach nur ein Teil von einem Team. Und klar, also ich für mich rede auch oft über das Thema, weil ich es einfach wichtig finde. Und ich finde es auch okay, an bestimmten Punkten meine Meinung dazu zu geben oder irgendwo Tipps zu geben, mit irgendwem ein System aufzubauen, finde ich gut. Aber nicht, wenn es mein Hauptjob ist, weil ich habe mir einen anderen Job ausgesucht. Und ich glaube, das ist halt ganz oft das Problem. Und es ist still einfach dieser Punkt, dass Diversitätsarbeit so oft halt noch immer als Add-on gesehen wird und nicht als wirklich gut bezahlter Job, weil du gehst emotional mit rein. Du musst dauernd mit Leuten rumdiskutieren, weil sie keinen Bock haben auf deine Meinung, weil sie sich ihrer Macht dadurch beraubt fühlen. Also es ist ja jetzt nicht ein Job, wo mit willkommenen Armen jeder dasteht und sagt, oh, super, dass du das sagst und super, dass du hier auch was Kritisches anmerkst. So ist es halt nicht. Und ich glaube halt einfach so, was Diversität angeht, also es ist ein Marktvorteil, also da brauchen wir uns ja auch nichts vormachen und das ist was ich gut finde und was man auch deutlich sieht. Also müssen große Companies nachziehen, Step by Step. Und da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass sie es werden. Aber die Frage ist halt, klar, in was investiert man jetzt? Gehen wir seitlich rein und sagen, okay, wir machen selber unsere Dinge, unsere Projekte und gucken mal, inwiefern wir halt in den Marktkampf reingehen oder springen wir halt bei denen rein und helfen, die zu pushen. Und ich glaube halt, ja, das ist die große Frage auf lange, aber was ich mir wirklich sehr wünschen würde, dass es mehr gut bezahlte Jobs im Bereich Diversität gibt, wenn sie es haben wollen. Ja, danke. Ich sehe das tatsächlich zweigleisig. Mhm. Ich glaube, es muss das beides geben. Also ich arbeite ja momentan mit der Deutschen Filmakademie zusammen und begleite sie bei ihrem Diversitätsprozess. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass es diese Prozesse innerhalb von bestehenden Institutionen, egal wie ihre Struktur ist, jetzt Hanse Filmakademie ist jetzt, hat eine Vereinsstruktur, aber ist nichtsdestotrotz auch eine Institution, die es geben muss. Ja? Ich glaube aber, was wir halt nicht verkehrt machen dürfen, ist zu glauben, dass diese Diversitätsprozesse ausreichen in den Institutionen, die ja seit letzten Sommer ja überall gestartet werden. Besser spät als nie, sage ich immer. Ja. Aber, sondern dass wir vor allem auch Diversität nicht als das Ergebnis, sondern als den Anfangpunkt sehen müssen. Also diese Prozesse, die alle Institutionen durchmachen, ist, um überhaupt an eine Starting-Linie zu kommen. So. Parallel dazu muss es aber auch Strukturen aufgebaut werden, die eben jenseits der gegebenen Machtstrukturen Räume zulassen, in denen wir uns nämlich nicht abarbeiten müssen an diesen Strukturen, sondern indem wir, und das ist in allen Bereichen, egal ob im Film oder wo auch immer, ja, wo wir eben Räume bekommen, proaktiv und kreativ zu sein. Und auch diese Dinge müssen gefördert werden. Ja, also zumal institutioneller Rassismus beginnt ja eigentlich mit dem Zugang. Wer hat Zugang zu diesen Institutionen? Wenn es dann eine Person reinschafft oder lass es zwei sein, ja, haben wir immer noch nichts für die Community getan als Kollektiv. Ja? Und das ist ja halt etwas, was mein Verständnis auch tatsächlich von Black Lives Matter ist, ja, dass nämlich die Communities gefördert werden müssen. Ja. Alles andere ist eigentlich für mich sekundär. Aber da ist irgendwie seit letztem Sommer der Blick wieder verrutscht. Ja. Dass irgendwie in den Institutionen von staatlicher Seite Förderungen gibt, sei es jetzt 360-Grad-Agenten oder was es noch alles für Programme in den verschiedensten Institutionen gibt, die ich gut und die ich wichtig finde, aber die nicht ausreichen. Sondern auch gleichzeitig müssen wir auch die zweite Sparte sozusagen mit finanzieren, mit fördern, ne, diese Möglichkeit zu haben, jenseits von gegebenen Strukturen aktiv
kreativ und feministisch zu handeln. Also das ist ja, das ist etwas, wo ich finde, die gesamte politische Diskussion viel zu kurz kommt, ne? Weil es sind ja Prozesse, wir dürfen auch nicht ergebnisorientiert an die Sache rangehen, dass wenn wir Ziel X erreicht haben, dass wir es dann irgendwas geschafft haben, sondern wir müssen ja eher prozessorientiert an die Sache rangehen. Und auch diese Prozesse werden zeigen, wo sich Bündnisse bilden können und wann es wird ja immer von Augenhöhe gesprochen, aber in einem Machtsystem gibt es nicht sowas wie Augenhöhe. Das ist ja halt auch ein Trugschluss, ja, also dass wir irgendwie auf Augenhöhe miteinander sprechen können. Nein, das gibt es in einem Machtsystem, wird es nie eine Augenhöhe geben. Aber genau das ist ja etwas, was ja im Zuge dieser Prozesse ja ausgehandelt werden kann, dann von beiden Seiten gegenseitig. Und nur ein internes Aushandeln ist für mich nicht ausreichend. Also es muss beides geben. Und ich meine in vollster Form, mit Finanzierung, mit Facilities und mit allem, was dazugehört. Ja. Ja, wunderbar. Vielen Dank, dass du das nochmal so im Detail dargelegt hast, weil genau das ist so der Schluss, zu dem ich auch dann gekommen bin. Wir brauchen das einfach auf so vielen Ebenen. Ja. Aber auch im Punkto zum Beispiel eigenes Gründen wollte ich dich auch nochmal sehr gerne ansprechen, Roshanak. Du hast ja auch langjährig schon eigene Produktionsfirma, also hast auch den Weg des eigenständig Gründen gemacht. Und vielleicht kannst du uns ja sowohl ein bisschen deinen Erfahrungsbericht, den du auf unsere Frage geschickt hattest, als auch vielleicht einfach so zu deiner Arbeit und deiner eigenen Produktionsfirma noch mal ein bisschen Background geben. Ja, gut, also wo fange ich an? Die Geschichte, die ich euch erzählt habe, war, ich hatte einen türkischen Film, also einen türkischsprachigen Film entwickelt mit einem britischen Regisseur, der auch das Drehbuch geschrieben hatte. Das spielte in der Türkei, das war auf Türkisch gedreht, die Schauspieler waren Türken und der Regisseur sprach wirklich sehr gut Türkisch. Wir hatten in der Finanzierung unter anderem die BBC drin, wie auch immer, und ich war natürlich bemüht, einen deutschen Sender zu kriegen und endete dann irgendwann mal mit einem Redakteur und er sagte, ja, aber das ist nicht der innere Blick, und das ging hin und her und hin und her, und irgendwann mal fragte ich ihn, aber wenn ich deiner Logik folge, heißt das, dass ich, Roshi, wäre ich Regisseurin, ich nie einen deutschen Film machen könnte, weil ich nicht deutsch genug bin. Und so war's. Letztendlich hat das bejaht. Und das hat echt irgendwann mal, und ich dachte mir, ihr verneint mich, weil ich bin ein Produkt der Globalisierung dieser Welt. Ja? Ich bin in einem Land geboren, ich bin das sogenannte Third Culture Kid, wie viele von uns hier. Ja? Ich bin in einem Land geboren, mit einem bestimmten anderen kulturellen Hintergrund aufgewachsen, lebe nochmal in einem dritten Land, spreche eine andere Sprache nochmal. Also es ist irgendwie... Und was bin ich und wo bin ich und wo ist mein Platz? Und ich bin hartnäckig. Ich glaube, das ist etwas, was man auch sein muss. Und ab einem gewissen Zeitpunkt dachte ich mir dann so hin und her, dann wurde der Film fertig. Dann kam die erste türkische Rezension beim Launch, also bei der Festivalpremiere, die internationale Premiere war in Locarno. Kam die erste türkische Rezension in einer türkischen Zeitung, Tageszeitung, und da hieß es, das ist der türkischste Film, den der Kritiker seit 5 Jahren gesehen hat. Und ich dachte mir so, trust your bloody instinct. Und in dem Augenblick habe ich mir gedacht, wisst ihr was, ihr akzeptiert mich nicht, wie ich bin? Who cares? Ich bin ich, ich mache mein Ding. Und das hilft. Ich meine, die erste Firma hatten wir schon vorher gegründet. Aber das hilft sozusagen bis zu einem Punkt, wenn man auf dem Niveau ankommt, in dem man sagt, so, wenn ihr nicht akzeptiert, wie ich bin, weil ich nicht in eure Schubladen passe, ehrlich gesagt, auf die sehr britische Art und Weise, ihr könnt mich mal kreuzweise, dann mache ich eben mein eigenes Ding. Und dieses so eine innere kleine Wut, die hilft mir immer wieder voranzukommen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, I nurture it, ja, aber es ist schon, ich verzichte nicht auf diese Wut, weil das ist ein guter Triebmotor. Und bei dem letzten Film,
war es so, ich hatte ein Gespräch, also die Casting-Agentin kam an und sagte, ja, wir haben diesen Jungen, der kann spielen und der kann tanzen und wir brauchen einen 12-jährigen, 13-jährigen Jungen, der auch wirklich gut Ballett tanzen kann. Und wir hatten dann einen gefunden, aber der Vater hatte Bedenken. Und sie traute sich nicht, ihn anzurufen, for whatever reasons. Ich weiß es nicht. Also nahm ich den Hörer, rief ihn an und dachte so, ja, den überrede ich, weil ich kann jeden zutexten, wenn es drauf ankommt. Ja, das lernt man auch mit der Zeit. Und dann merkte ich, er fand, dass der Kurzfilm der Regisseurin irgendwie schwul war, beziehungsweise homosexuell. Und er wollte nicht, dass sein Sohn sozusagen gebullied wird in der Schule, weil dieses Tanzen in dem Film und wie es die Szene geschrieben ist, das ist doch schon sehr schwul. Und ich dachte mir, du bist ein homophober Kerl. Ich will dich nicht an meinem Set haben. Und habe ihm sozusagen abgesagt. Zur Freude meiner Regisseure. Ja? Also ich meine, man muss dann auch Entscheidungen treffen und sagen, ja, vielleicht wäre das eine super Besetzung gewesen. Aber nicht so und nicht mit mir. Und dann habe ich Nein gesagt und habe aufgelegt. Und im Grunde genommen, das, was ich über die Jahre gelernt habe, von meiner Seite ist Resilience. Also das ist tatsächlich das, was man braucht. Man muss einen wirklich harten Kopf haben und so lange gegen die Wand knallen, damit die Wand nachgibt und nicht du. Du musst wissen, wer du bist, egal was du bist. Und Schubladen, man kann nicht jeden Menschen einfach in irgendwelchen Kästen reinstecken. Das funktioniert nicht. Und da kommt eben dieser Begriff auch wahrscheinlich gut zu tragen. So, und die eigene Firma zu machen, hilft. Ne? Also es ist nicht immer einfach, wenn man neu anfängt und man hat nicht die Erfahrung und man macht Fehler und dann fällt man auf die Nase und so weiter und so fort. Aber man kann zumindest im Kleinen für sich versuchen, das, was man denkt, was richtig ist, auch zu machen. Und so tun wir das auch. Ja, vielen Dank für die Einblicke in deine Prozesse. Und was ich gerade so dachte an den Beispielen, die du genannt hast, es geht wieder auch genau auf das zurück, Naima, was du so eingangs sagtest, als dein Erfahrungsbericht, dieses einfach zu wissen, ich kann das. Ne? Da ging es noch um so den Schritt, einen Bachelor zu machen. Und bei Roshanak ist es schon ein langjähriger Prozess, Filme und eine eigene Firma zu leiten und umzusetzen. Und vielleicht so Thema Resilienz. Was für eine Bedeutung hat das vielleicht für euch so eingenommen? Eben diese Resilienz zu haben oder auch diese Resilienz aufzubauen oder woraus schöpft ihr das vor allem? Also ich glaube, Wut ist ein guter Informant, tatsächlich. Also das teile ich komplett mit dir. Um es mit den Worten von Audre Lorde zu sagen, it's about the transformation of anger auch, ne? Oder of silence and anger. Das ist wirklich wie wie Benzin für ein Auto, ne? Ist es dann ein Stück weit. Ja, danke dir. Und ich glaube, auch Wut zulassen zu dürfen, das ist ja auch schon oft sowas, wo uns gerade als weiblich gelesene Person oft vermittelt wird, das dürfen wir gar nicht, weil da eben auch so viel Kraft drin steckt. Ja, wir sind ja auch immer die großen Vermittler, die alles verstehen und so weiter und so fort. Und wenn wir in einem männlichen Beruf sind, müssen wir besser sein als die anderen und haben kein Recht auf Versagen. Und ich finde, nichts ist lehrreicher, als wenn man versagt und daraus lernt und dann den nächsten Schritt macht. Und man muss sich diese Rechte nehmen. Man muss sich das Recht nehmen, wütend zu sein. Man muss sich das Recht nehmen, nicht die allgegenwärtige Mutti zu sein. Man muss sich auch das Recht nehmen, zu versagen und Fehler zu machen und zu sagen, hey, es ist menschlich. Ja? Es ist völlig in Ordnung, dass ein Herr Spahn, Masken für 6 € an die Apotheken bezahlt, auch wenn sozusagen die Herstellung von den Waren irgendwas 50 Cent, 1 € kosten. Es wird mehr oder weniger, okay, jetzt ist Wahlkampf, verziehen oder nicht verziehen. Aber wenn wir Fehler machen, ist es so, ach ja, hätte sie halt nicht machen sollen, ist dafür nicht geeignet. Mhm. Warum? Ja, alle machen Fehler. Und dieses Recht, wir müssen uns einfach die gleichen Rechte zugestehen.
Und die gleichen Rechte heißen auch die gleichen Fehler, muss man sich zugestehen. Und damit völlig im Reinen sein. Das ist zumindest mein Ansatz. Nun bin ich auch ein bisschen älter, basiert ja auch auf jahrelange Lebenserfahrung. Man geht ja durch Auf und Abs, aber letztendlich ist, was die können, kann ich alle mal. Und das ist das, was mich sozusagen nach vorne treibt. Ansonsten brauche ich ja irgendwie gar nichts zu machen. Dann kann ich ja mich ins Bett legen und wie Oblomov einfach nicht mehr aufstehen. 365 Tage im Jahr. Ja, danke dir für die ganz wichtigen Einblicke eben, auch dadurch, dass du so viel Erfahrung hast, wie du da immer vorgegangen bist. Ich wollte dann auch noch mal springen zur nächsten Antwort, die wir zu der Input-Frage gekriegt hatten, und zwar von Lorena. Du natürlich auch gleich sagtest, das ist ja eine lebenslange Erkenntnisreise. Aber in der E-Mail-Antwort, die du geschickt hattest, kamst du ja dann auch in dieser Erkenntnisreise eben zu einem Punkt, den ich dann besonders interessant fand, dass du eben sagst, du hast jetzt auch an einer Studie mitgewirkt, die noch nicht veröffentlicht ist. Das ist die Studie Alleingelassen, wo es um die Mehrfachdiskriminierung von RegisseurInnen im Zusammenhang mit Produktionsstrukturen geht. Und was ich eben auch so ein ganz ermächtigendes wirklich Erlebnis fand, zu sagen, weißt du was, wir untersuchen das jetzt und liefern die Fakten. Und da finde ich es mal ganz spannend. Vielleicht könntest du uns so ein bisschen vorstellen, auch wenn es immer schwierig ist, eine Studie kurz zu fassen, ne, worum ging es in der Studie? Was waren eure Kernerkenntnisse? Was waren so die relevantesten Faktoren in der Mehrfachdiskriminierung, die ihr festgestellt habt? Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Das ist keine einfache Aufgabe. Ich wollte vorher vielleicht noch mal kurz als Intro sagen, weil ich kann ja schlecht die ganzen irgendwie 120 Seiten durchgehen, so als Intro, wie das überhaupt so zustande gekommen ist. Und das schließt auch an, was Naima und Natascha gesagt hat. So, es gibt ja bei vielen Personen, die Selbstermächtigung erfahren haben, vielleicht einen Punkt, wo sie sich von Zuschreibung freigemacht haben oder aus kognitiven Strukturen ausgebrochen sind oder zugelassen haben, sauer zu sein und das dann in etwas Performer, also etwas Kreatives umzusetzen. Aber ich habe mich halt gefragt, so okay, viele Personen kommen ja niemals an diesem Punkt überhaupt erst an oder haben nicht die Ressourcen, um das dann umzusetzen. Und ich habe dann erstmal so bei mir selbst nachgedacht, so okay, ich als irgendwie Migrantin aus einer rumänischen Arbeiterfamilie, da gab es ja bestimmt strukturelle Voraussetzungen, die dazu geführt haben, dass ich überhaupt erst die Chance hatte, irgendwie aufzusteigen in diesen Filmbranche. Also ich habe erstmal bei mir selbst geguckt, okay, was waren denn Punkte, so die, wenn die nicht da gewesen wären, wäre ich nirgendwo hingekommen. Zum Beispiel, dass es halt bestimmte Arten von Förderungen gab oder dass es dann bestimmte Arten von Förderungen gab, vor allem für Personen aus Arbeiterfamilien und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt in den Biografien von uns allen vielleicht bestimmte Punkte, an denen Handlungen oder Strukturen uns geholfen haben, uns selbst zu ermächtigen. Und meine Frage in dieser Studie war dann quasi, okay, wie ist das bei mehrfach diskriminierten Regisseurinnen? Einmal im Negativen, was gibt es für Strukturen in der Produktion, also in der spezifischen Prozessablauf von Produktion, die Personen mit Mehrfachdiskriminierung quasi davon abhalten, ihre Projekte zu machen? Und was gibt es vielleicht für Möglichkeiten, diese Strukturen so zu verändern, dass diese Personen mit Mehrfachdiskriminierung spezifisch dann vielleicht eine gleichberechtigte Teilhabe an unserer Gesellschaft haben können? Und mit dieser Idee, das habe ich dann mal so gepitcht bei einem Seminar von Neskadi Leust, eine unglaublich tolle Professorin. Und genau, die hat mir dann eine Handvoll von Medienwissenschaftlerinnen zur Seite gestellt, mit denen wir 6 Monate lang diese Studie gemacht haben. Genau, und die ist 2021 Anfang abgeschlossen worden. Und dabei handelt es sich um eine qualitative Studie. Ich selbst habe digitale Medienkultur studiert. Das heißt, ich bin keine Medienwissenschaftlerin per se. Ich habe so ein bisschen Ahnung davon. Und mir wurde dann erklärt, okay, qualitative Studie heißt, wir erheben jetzt nicht irgendwie so wie bei Vielfalt im Film zum Beispiel, ist eine quantitative Studie, ganz viele Zahlen und versuchen dann quasi mit den Zahlen zu etwas zu beweisen, was auch ein toller Ansatz ist, sondern qualitativ geht eher in die Tiefe.
Und man versucht, ein Verständnis von etwas zu erlangen, quasi eine Theorie zu formulieren oder in diesem Fall die Probleme erst wirklich zu formulieren, so wie nachher Samuel ja gesagt hatte, wenn es keinen Namen für etwas gibt, wenn man es nicht benennen kann, dann kann man es nicht lösen. In dieser Studie haben wir also dann 9 Regisseurinnen interviewt mit einem semi-strukturierten Leitfaden-Interview, irgendwas Wissenschaftliches. Also wir hatten einen Leitfaden und genau, diese 9 Regisseurinnen, 7 von ihnen haben die Erfahrung von Mehrfachdiskriminierung, 2 von ihnen nicht. Es sind Frauen und Gender-Non-Binary-Personen gewesen in unterschiedlichen Punkten in ihrer Laufbahn. Die Idee war zu zeigen, dass es nicht bei Mehrfachdiskriminierung quasi Verkettungen gibt, die sich durch ganze Laufbahnen von Personen ziehen. Also dass es ein Prozess ist, der einfach sich durch ganze Karrieren zieht. Und genau, die Forschungsfrage war quasi, welche Faktoren begünstigen die Mehrfachdiskriminierung von Regisseurinnen in Zusammenarbeit mit Produzentinnen? Ich habe 2 Sachen mitgebracht jetzt für diese Veranstaltung. Das eine sind konkrete Ergebnisse. Das habe ich jetzt mal so aufgeschrieben. Das sind die, wie wollen wir Begebenheiten verändern? Und bei der Auswertung dieser Interviews, wir haben das dann mit irgendeiner Software, MaxQDR oder so, ausgewertet. Und bei der Auswertung haben sich gezeigt, dass in der Zusammenarbeit von Regisseurinnen und Produktion 8 relevante Faktoren sich herausgebildet haben, die ineinandergreifen, also in deren Sein Mehrfachdiskriminierung begünstigt werden. Das waren dann Stereotypisierung, Ausbildung, Branchenkultur, Kommunikation, Arbeitsteilung, Verträge und Rechteverteilung, Finanzierung, Förderung und Netzwerke. Also so ziemlich alles. Mehrfachdiskriminierung spielt in allen Bereichen eine Rolle. Was aber ziemlich deutlich geworden ist, jetzt mal einige konkrete Beispiele zu nennen, zum Beispiel bei der Förderung oder Stoffentwicklung, dass zum Beispiel vor allem in der Stoffentwicklung und Finanzierungsphase in der deutschen Förderstruktur, so wie sie jetzt aufgebaut ist, migrantische Filmemacherinnen auf eine andere Art und Weise diskriminiert werden als jetzt People of Color, die aus Deutschland kommen. Als Beispiel eine migrantische Filmemacherin, die eine Koproduktion hat in einem arabischen Land und das Projekt schon da entwickelt hat und das dann nach Deutschland mitnehmen möchte, stößt auf Förderstrukturen, wo eine deutsche Produktion vorausgesetzt ist. Das heißt, alle Rechte müssen abgetreten werden. Das heißt, die migrantische Regisseurin hat durch die Förderstruktur weniger Möglichkeiten, die Rechte für ihren Content zu behalten oder dann inhaltlich quasi mitreden zu können. Genau, also das ist so ein Beispiel für die Förderstruktur. In der Ausbildung haben wir dann halt eine Interviewpartnerin oder mehrere gehabt, die ganz klar durch Klassismus und Migration ausgeschlossen wurden. Aber vor allem, wenn sich diese 2 Sachen überschnitten haben, wenn es also eine Migrantin aus einer Arbeiterklasse ist, die dann keinen Zugriff hat auf die Ressourcen, die dazu nötig wären, um dann in der Ausbildung halt performen zu können, hat eine besondere Art der Diskriminierung stattgefunden. Oder bei der Besetzung von Redaktionen, dass eine inhaltliche Zäsur vor allem stattfindet, wenn queere BIPOC-Personen mit Redaktionen reden, weil da hauptsächlich weiße Personen stehen und die dann inhaltlich quasi in die Stoffe wirklich eingreifen. Das heißt, dass wenn die Redaktionen kein Diversitätswissen haben, dass vor allem Personen, die nicht der deutschen Kultur in Anführungszeichen in ihren Blicken entsprechen, dass da inhaltlich ganz stark zensiert wird. Oder auch noch viel mehr zu Produktionsverträgen. Mhm. Also das waren so einige konkrete Sachen, die wir anhand der verschiedenen Interviews herausgefunden haben. Und dann gab es noch Overall-Erkenntnisse, habe ich das genannt, dass quasi das Kernproblem eigentlich ist, dass die Struktur, in der Filme produziert werden, momentan in Deutschland, eine riesige Diskrepanz ist in den Machtgefälle zwischen allgemein, was ist die rechtliche Situation von Produzentinnen und was ist die rechtliche Situation von Regisseurinnen. Da gehen wir in der Studie noch
tiefer darauf ein. Und an diesem Punkt kommt dann etwas, was ich dann die Schaffung von neuen Strukturen, ich glaube, das hatten wir ja schon in diesem Gespräch, das eine ist das Restaurative, wie können wir Strukturen so verändern, dass inklusiver sind und welche Probleme bedürfen es eigentlich, dass man Strukturen vollkommen neu denkt. Und eine der Kernerkenntnisse dieser Studie war, dass dieses Machtgefälle zwischen Produktion und Regie, das kann man nicht restaurativ unbedingt abändern, sondern man muss sich mal überlegen, wie kann man vielleicht Filme anders machen, dass dieses Machtgefälle nicht da ist, dass es rechtlich einfach andere Chancen gibt, der Filme zu produzieren, ohne diese krasse klaffende Lücke zu haben, die hauptsächlich dadurch entsteht, dass zum Beispiel Regisseurinnen nicht anzeigberechtigt sind. Das heißt, eine Regisseurin, die 4 Jahre lang Stoff entwickelt als Autorin, dann auch noch die Regie führt, damit eigentlich ja nicht die Fettkohle machen will oder irgendwie 5 Millionen im Kino verdienen will, die wird nicht als eine Filmherstellerin zum Beispiel angesehen von dem Gesetz in der deutschen Filmförderung und kann sich deswegen nicht auf Förderstoffe bewerben. Und wenn diese Regisseurin dann auch noch von Mehrfachdiskriminierung betroffen ist, dann muss sie trotzdem in eine Bindung gehen mit Produktionsfirmen, die halt strukturell dazu neigen, zu diskriminieren, einfach weil sie es können. Also da könnte man mal überlegen, so okay, vielleicht müssen wir da wirklich mal die ganze Struktur verändern und uns mal überlegen, wie kann man die Fördersachen so anpassen, dass diese ganze klaffende Lücke etwas kleiner wird. Ja. Ja, vielen Dank für die paar Einblicke jetzt so, dass wir eine Idee davon kriegen, was in der Studie diskutiert wird. Das Interessante ist ja, es ist so ein bisschen wiederum der Prozess einerseits, dass die Studie sich eben mit dem Thema auseinandersetzt, was brauchen wir eigentlich, um uns selbst zu ermächtigen. Aber zugleich ja auch für dich so ein Prozess ist, eben zu sagen, Moment, uns fehlen Fakten, also trage ich jetzt einfach dazu bei, die zu liefern und wirklich auch mal die Daten zu untersuchen. Was ich eigentlich jetzt ganz gerne euch alle auch noch mal fragen würde und wo, Lorena, du vielleicht einsteigen kannst, jetzt auch anhand der Studie, hattet ihr denn eigentlich konkrete Handlungsempfehlungen, die sich daraus ergeben haben oder bestimmte Forderungen? Du hast ja eine jetzt gerade schon vorgestellt, zum Beispiel mit diesem, das Machtverhältnis zwischen Produktion und RegisseurInnen, aber vielleicht aus dem Kontext oder anderen oder Best-Practice-Beispiele, was jetzt konkret Dinge wären, um die Mehrfachdiskriminierung in der Filmindustrie voranzutreiben oder nicht voranzutreiben, sondern die Mehrfachdiskriminierung zu bekämpfen und anzugehen als Thema. Was war da noch in der Studie vielleicht drin oder sonst auch in deinem Erfahrungswert? Ja, also um das kurz zu halten, ich habe mir 2 Lösungsansätze aufgeschrieben. Einmal muss, glaube ich, meiner Meinung nach das Problemverständnis verändert werden. Was ich damit meine, ist, dass jedes Erlebnis von Mehrfachdiskriminierung oder jeder dieser Interviews die Chance bietet, zu hinterfragen, wir als Personen, die ja in der Position sind, zu fordern oder die sagen, okay, das muss anders gemacht werden, weil wir die Perspektive uns angeeignet haben, zu sehen, wo etwas nicht gut läuft. Wenn man intersektional denkt, dann würde man zum Beispiel denken, wenn jetzt eine Regisseurin, die im Stoff umschreiben muss, weil die Redakteure koloniale Phantasmen auf sie produzieren und deswegen diese Regisseurin ihre Geschichte nicht erzählen kann, würde es dann in diesem Fall etwas bringen, dafür zu pushen, dass Redaktionen 50-50 anhand einer Genderparität aufgestellt werden? Nein, dann hätte man da wahrscheinlich 50 Frauen und 50 Männer und diese Regisseurin könnte ihren Stoff immer noch nicht erzählen, weil irgendwelche Phantasmen auf sie reproduziert werden. Das heißt, vielleicht muss man dann denken, okay, wie müsste man das anders formulieren, damit diese Regisseur dann auch inkludiert wird in diese Veränderung, die man bewirken möchte. Und das andere ist, dass vielleicht Prioritäten sich also diese Frage der Priorität ist ja immer da. Okay, wir machen jetzt erstmal das und dann das und dann das. Aber ich sage sehr klar, dass intersektional gedachte Förderung nicht ausschließlich ist. Wenn man eine Förderung so formuliert, dass queer BIPOCs mit Migrationshintergrund besonders gefördert werden sollen, wenn sich dann solche Leute darauf bewerben würden, dass sie dann Vorzug erhalten, das wäre doch super, weil dann würden auch queere Personen quasi davon profitieren, dass da eine Repräsentation ist. Das heißt,
eine Förderrichtlinie so divers wie möglich zu gestalten, ist nicht ausschließend für andere Menschen, sondern ist nur eine besondere Anladung an die, die am meisten marginalisiert sind. Und das wäre es von mir, ja. Alles klar. Und Naima, hast du noch Forderungen, Handlungsempfehlungen, die du anbringen möchtest? Also ich glaube, das hat jeder von uns schon gehört. Und eigentlich fühlt es sich immer an wie eine alte Leier. Aber klar, halt einfach die ganzen Entscheider, so die Leute, die Entscheidungen treffen, da muss für mich einfach auch ein Teil intersektional schon sein. Dass du halt, oder holt euch die Leute ran oder sowas. Aber ich finde halt, es ist noch immer sehr oft aus einer sehr blinden Perspektive, die dadurch natürlich sehr einseitig ist. Und also das ist auf jeden Fall ein großes Thema, was so langsam angegangen wird, aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja, danke dir, Lubna. Ja, danke. Das ist für mich immer so eine schwierige Frage zu beantworten, denn ich möchte ja die Systeme, die herrschenden Systeme verändern, die ja all das fabrizieren. Und das ist Patriarchat, Kapitalismus und Rassismus, weil alles andere resultiert ja daraus. Deswegen weiß ich nicht, Diversity, mehr Inklusion, das hat Naima auch schon gesagt, das kommt nur nachher dazu, aber die Systeme bleiben weiterhin dieselben. Also deswegen Best-Practice-Beispiele, auch da, ich bin absolut der Meinung, was Natascha gesagt hat, wir brauchen verschiedene Wege, eigene Strukturen, aber auch Strukturen von innen heraus verändern. Ich bin da absolut d'accord damit, denn unsere Wege sind eben auch intersektional. Es kann nicht nur einen Weg geben. Ich habe für mich entschieden, ich kann meine Kraft nur in eigene Strukturen investieren. Alles andere funktioniert nicht für mich. Aber ich bin auch total froh, dass es jemanden gibt wie Aminata Touré zum Beispiel, die so viel in eine Partei steckt, um Veränderungen zu bewirken. Aber Parteien selbst sind ja Teil des Systems. Die wollen sich selber ja nicht verändern. Also dieses Power-Sharing, das ist auch wieder so ein neuer Begriff, mit dem viele gerne hantieren, aber da sind wir noch lange nicht. Deswegen für mich ist es wirklich, ich möchte eigene Strukturen als Best Practice-Beispiel haben, um eben genau denjenigen zu zeigen, die eben unsichtbar bleiben in diesen Strukturen, zu zeigen, dass es eben Wege gibt. Und wenn wir dann immer mehr werden und immer mehr, dann müssen andere auch mitziehen, auch die es nicht wollen. Ja, danke dir auch für die Einblicke. Und Roshanak, würdest du auch noch sagen, ob du Forderungen hast, Handlungsempfehlungen? Nicht wirklich. Also ich meine, es gibt ja einen gewissen politischen Druck. Es ist jetzt so, dass das neue Programm von Creative Europe, also auf der Europäischen Union für die Förderung und Entwicklung von Stoffen und Filmprojekten, jetzt sozusagen man mittlerweile Punkte bekommt für Nachhaltigkeit und aber auch Punkte bekommt für Diversität. Es gibt einzelne Regionalförderer, die sozusagen zumindest eine Liste haben, in der es um Gender geht und auch da qualitativ, es geht nicht um die reine Anzahl von 10 Teamleute, die Hälfte sind Frauen, die andere Hälfte sind Männer oder was auch immer, sondern es geht eher darum, wie viel Geld verdienen die nicht die klassischen Männerpositionen haben, sodass es am Ende des Strichs ist sozusagen eine Summe. Und die Projekte, wenn sie qualitativ auf der gleichen Ebene sind, werden bevorzugt, wenn sie eben genderneutral sind, diverser sind und so weiter oder grüner sind. Also es gibt gewisse Tendenzen, aber natürlich ist es ein Systemproblem, klar, gar keine Frage. Und ich glaube, man kann das nur ändern, indem man entweder zumindest teilweise den Marsch durch die Institutionen macht und eine Repräsentation hat, die auch auf Bundesebene tatsächlich auch funktioniert, weil solange wir nur einen kurzfristigen Gesundheitsminister hatten, der nicht deutsch, 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 weiß, weiß, weiß war, ist mir persönlich das zu wenig, wenn ich denke, dass über 25% der Bundesrepublik aus eben Nicht-Bio-Deutschen besteht.
Ich habe nicht wirklich einen Vorschlag. Ich habe eben, so wie Lubna sagt, es für mich, mich entschieden, es für mich im Kleinen zu machen. Mehr kann ich, die nicht in die Politik will, nicht machen, glaube ich. Wer weiß, vielleicht hat jemand anders eine Idee, was ich machen könnte, um es noch besser zu machen, aber im Augenblick ist es das, was ich denke, was ich machen kann. Ich wünschte mir nur, dass auch von oben heraus die Einsicht kommt, dass, wenn wir eine demokratische Grundordnung haben wollen, wir alle mit beteiligen müssen. Und nicht immer nur versuchen, die Rechten mit einzubinden, sondern auch die anderen mit einzubinden. Das ist mein Thema. Ja, vielen Dank. Und ich finde, du machst auch schon sehr viel, denn auch eben eigene Projekte zu stemmen, ist ja enorm. Und Natascha, gerne auch von dir noch Handlungsempfehlungen, Forderungen, Best-Practice-Beispiele. Handlungsempfehlungen sind immer so eine Sache, ne? Also ich mache ja viele Workshops, ne? Dann kommen ja immer alle bei mir rein und die wollen dann ein Toolkit, wie man dann irgendwie Rassismus abbaut und denken, nach dem Workshop gibt es dann irgendwie ein Goodie-Bag oder den Toolbox als Add-on zu dem Workshop. So funktioniert das natürlich nicht, ne? Also Forderungen habe ich, ja? Und zwar fordere ich, dass es wirklich die Dinge prozessorientierter angegangen werden. Also das ist wirklich, habe ich vorhin eigentlich schon gesagt, aber eine der großen, großen Fallstricke, zu glauben, dass es einen Endpunkt gibt. Ne? Zu glauben, dass es irgendwie, wenn wir das und das haben, erreichen wir das und das. Also es gibt diese Form der Kausalität nicht. Ja, es gibt keine Patentlösung gegen Rassismus. Und so müssen wir auch an die Sache rangehen. Ich finde deine Studie super, Lorena, weil das ja ganz konkret an die Schrauben aufzeigt, an die gedreht werden kann. Ja? Und ich bin auch 100% bei dir, Lubna, weil ich auch für mich irgendwie denke, okay, auf der einen Seite bin ich durchaus in Institutionen. Wie gesagt, die Filmakademie ist eine der letzten Institutionen, die ich noch begleite, tatsächlich. Und sonst führt mein Weg mich auch raus, ja? Wo ich auch ganz klar für mich sehe, dass irgendwann wird es auch ermüdend. Und ich sehe, dass meine Community oder die Communities of Color generell nicht davon profitieren, von all diesen Maßnahmen. Ja, die in den Institutionen passieren. Ja. Ich glaube aber auch, dass es, obwohl es ein übergeordnetes systemisches Problem halt ist, wo das jedes Individuum tatsächlich etwas erreichen kann. Und Roshanak, was du sagst, finde ich total bemerkenswert auch. Und das würde ich auch überhaupt nicht kleinreden, was du machst, weil es ist absolut mehr davon, was wir brauchen. Individuellen Einsatz. Als Soziologin gesprochen, ist die kleinste Einheit der Gesellschaft das Individuum. Ja, also sprich jeder Einzelne von uns. Jede Einzelne von uns kann also auch zur gesellschaftlichen Veränderung beitragen. Und gesellschaftliche Veränderung bedarf Strukturveränderung. Ne? Also von daher ist auch jeder Einzelne von uns gefragt. Jede einzelne Person in seinem Filminstitut, jede einzelne Institution in seinem Gebiet und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn wir dann das Ganze eher numerisch nehmen, dass an verschiedenen Stellen gleichzeitig Dinge passieren müssen und nicht irgendwie als ganzheitliche Lösung irgendwie an die Sache rangehen, dann kommen wir wirklich schneller ans Ziel. Ja? Also nicht zu sagen, dass es gibt jetzt, boah, mit einem Fingerschnips ist dann jetzt irgendwie Rassismus in all seiner Vielfalt und Form aus der Welt, sondern ein realer an die Sache ranzugehen. Also es, ich meine, es ist ja eine Ideologie, die über 2000 Jahre alt ist, die wir jetzt nicht irgendwie in 2 Tagen irgendwie aus der Welt schaffen können, sondern, und diese Erkenntnis fehlt mir. Und das sind so Erkenntnisse,
die wirklich nur durch Bildung kommen. Also politische Bildung, kulturelle Bildung, aber auch wissenschaftliche Bildung, dass die, die Grundlagen fehlen. Und ich finde auch, wenn es reicht nicht einfach zu sagen, wie die verschiedenen Medieninstitutionen, wir stellen jetzt einen Person of Color ein oder so. Ja, und dann verändert sich irgendwie die Struktur oder wir tauschen jetzt irgendwie den Direktor dort aus gegen einen Person of Color. Die Strukturen ändern sich ja dadurch nicht. Ne? Sondern es kann punktuell helfen und es hilft auch die Person vielleicht, die reingeht, für ihre persönliche Biografie, aber es hilft nicht tatsächlich, das System zu verändern. Und die Person wünsche ich auch ehrlich gesagt viel Glück und viel Kraft, weil es sind ja auch in dieser Position dieselben Strukturen, die auch dieselbe Herausforderung für die Person ist. Ne? Also von daher ist da nicht wirklich jemand geholfen, indem du sagst, okay, wir geben jetzt Person of Color ABC einen Job. Und wenn wir dann 3 haben, dann ist bitte genug, weißt du, weil das ist ja dann auch meistens der Fall, wenn wir 3 sind, ist es ja auch schon viel. Ne? Also meistens sind wir auch singled out in den Institutionen. Ne? Also von daher ist es ein, wenn ich eine Patentlösung hätte, ich würde sie meist bieten, verkaufen, sage ich ganz ehrlich. Ja? Und dann lege ich jetzt irgendwo am Strand und würde einen Cocktail schlürfen. Ja. Und ich glaube, dass, ja, aber wir müssen uns, was ich damit sagen will, ist, dass wir uns von dieser Idee verabschieden müssen, dass ganz gezielte Studien zu machen, wie Lorena das echt ganz konkret ja hier aufgezeigt hat, die wiederum auch gefördert werden müssen. Ja, da sind wir wieder da. Ja, und nicht irgendwie aus einer Freiwilligkeit heraus passieren dürfen ständig. Ohne das kommen wir doch gar nicht weiter. Ohne Bildung kommen wir nicht weiter. Ohne die Information kommen wir nicht weiter. Und das sind doch lang andauernde Prozesse. Und die, wenn wir das nicht als so in den Blick nehmen, das wäre meine erste Forderung. Ja, vielen Dank. Das ist super nochmal auf den Punkt gebracht, ja. Genau was wir brauchen. Wir wollten jetzt nämlich auch noch gerne ein paar Publikumsfragen annehmen, wenn es welche gibt. Daher, Pari. Genau. Ja, ich schalte mich mal kurz ein. Also ich habe irgendwie, also erstmal vielen Dank an euch alle schon vorweg. Ich würde gerne mal ganz kurz nochmal so 3 Punkte, die mir nochmal zusammenfassen, was für mich jetzt so die wichtigsten Erkenntnisse nochmal waren, ja, und dann gebe ich gleich weiter, wenn es Fragen sind. Also was wir eigentlich alle, was durch eure Redebeiträge alle ganz klar wurde, Diversität alleine kann nicht die Antwort sein, ja, Diversifizierung von der Film- und Fernsehbranche ist ganz klar, wenn überhaupt, das ist der erste mini kleine Schritt. Dann die zweite Frage, was Lorena von ihrer Studie abgebracht hat, Machtgefälle, ja, zwischen Regie und Produktion, wie kann da was abgebaut werden, dass zum Beispiel Regisseurinnen of Color, aber auch andere marginalisierte Filmemacherinnen wirklich mehr die Rechte an ihren Stoffen erhalten. Das finde ich was ganz Wesentliches. Und dann der dritte Punkt noch, und da auch selbstkritisch von Pro Quote Film, weil unsere Hauptforderung ist ja 50-50 durch alle Gewerke hinweg. Das allein kann auch nicht die Lösung sein, ja, weil damit ganz viele andere Probleme, Lorena hat es als koloniale Phantasmen zum Beispiel, die natürlich auch weiße Frauen mit sich tragen durch die Geschichte und so, auch noch nicht gelöst sind, die auch wieder reproduziert werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder in den Kinoproduktionen. Genau, das wollte ich nochmal festhalten, weil das so 3 zentrale Dinge für mich waren. Und dann würde ich total gerne, wenn jetzt jemand aus dem Publikum noch eine Frage hat, wir würden eine Frage annehmen und den Rest würde ich euch bitten, wir haben hier lauter tolle Frauen, die selber ganz viele Veranstaltungen auch machen, ja, also sei es Bebop Rising, Lorena spricht auch öfter auf Podien, Natascha sowieso, Roshana könnt ihr euch ihre Seite angucken in Good Company, Naima, von dir hören wir hoffentlich auch ganz viel in der Öffentlichkeit bald. Also ich bitte euch einfach, den Frauen zu folgen, ja, was sie in der Öffentlichkeit machen und wie sie agieren und so können wir, genau, am Diskurs arbeiten. Aber wer hat eine Frage von euch? Macht mal ein Handzeichen. Und ich sehe schon ein Handzeichen von Margret. Genau. Ja. Mal super, Margret. Genau, also ich muss sagen, also diese Panels, von die Pari kuriert hat, sind für mich ein großer Moment des Erwachens. Weil, und ich finde das auch eine große, große Bereicherung. Also ich bin in der Frauenbewegung aufgewachsen, zwar nicht hier in Deutschland, aber in einem sehr weißen Land.
Und ich war auch einer von denen, die beim ProQuote Regie, also in der Kerngruppe war und vom Anfang an dabei war. Und wenn ich mir die Forderungen anschaue vom ProQuote Regie und auch die vom ProQuote Film, die 2018 entstanden sind, das sind alles wunderbare Forderungen, aber die sind alle sehr weiß. Das sind weiße Forderungen und das muss geändert werden. Und ich meine, ich finde das auch großartig, dass, also ich denke, wenn ihr zu uns kommt, dann sind wir stärker. Und ihr seid eine Bereicherung für uns, weil ihr nehmt euch gar nichts, ihr nehmt uns weißen Frauen gar nichts weg, ganz im Gegenteil. Wir machen uns gegenseitig stärker und ich finde das wichtig, dass wir das täten. Und im Film- und Fernsehbereich ist das auch so wichtig, weil wir haben teilweise Fernsehprogramme mit Frauenbilden, mit weißen Frauenbilden aus den 50er Jahren. Und was für eine tolle Bereicherung ist, wenn ihr eure Geschichten erzählen könnt. Das wäre doch, also großartig, dann hätte ich eben, denke ich, ein klitzekleiner Patentlösungsvorschlag wäre, kommt in die Frauenbewegung, weil die Frauenbewegung ist immer, also laut der Geschichte von der Frauenbewegung, ist das immer, da haben die Dinge angefangen. Wir haben das angestoßen, dann sind andere mitgekommen. Und wenn ihr zu uns kommt, dann stoßen wir das gemeinsam weiter an. Ich meine, wir können das nur versuchen. Ob das gelingt oder wie das gelingt. Ich weiß, das ist ein wahnsinnig langer Weg, aber lass uns das gemeinsam machen. Und ja, genau, das wollte ich einfach sagen. Danke, Margret. Dann würde ich gleich noch an Barbara Teufel übergeben und dann, falls jemand von euch noch direkt reagieren möchte. Ja. Ich möchte mich so bei euch bedanken. Das war unfassbar inspirierend, was ihr alle gerade beigetragen habt. Viele Dinge, von denen wir viel zu selten bisher gehört haben. Richtig toll. Und meine konkrete Frage ist an dich, Lorena, wo gibt es diese Studie zu lesen? So ganz genau kann ich das, um ehrlich zu sein, nicht sagen. Das weiß Gadi Leust besser. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass sie gleichzeitig in dem gleichen Ausgabe wie die vollständige Vielfalt im Filmstudie publiziert werden soll. Ja, ich glaube, das passiert irgendwann noch, Details, sobald es sie gibt. Okay, möchte jemand von euch noch auf etwas reagieren? Sonst hätte ich natürlich auch noch was zu sagen, aber habt ihr noch etwas auf Margrets kurzen Input der Aufforderung zur Frauenbewegung dazu zu stießen, wo ihr natürlich alle selber schon permanent dabei seid, eure Bewegungen zu schaffen und in anderen Kontexten aktiv seid. Lorena. Ja, ich hätte was dazu zu sagen. Und zwar mit der Frauenbewegung habe ich so ähnlich das Problem, wie ich damals mit Quote Film hatte. Ich als queere Person, die sich nicht unbedingt als Frau identifiziert, muss immer sehr vorsichtig sein, in was für Spaces gehe ich rein, die schon ein Verständnis dafür haben, dass Frau, was Frau bedeutet oder wie Gender oder wie Queerness überhaupt strukturiert ist. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich vielleicht ein Space, die sich noch nicht mit Queerness überhaupt auseinandergesetzt haben, habe ich dann die Energie, in diesen Space reinzugehen und zu erklären, das Konzept von Queerness beyond der Genitalien oder des Genders. Wenn ich dieses Gefühl nicht habe, dann gehe ich meistens nicht in diese Spaces rein. Das heißt, in der Frauenbewegung, wenn da bereits dieses Thema angesprochen ist und ich das Gefühl habe, okay, da muss ich nicht noch extra Energie aufzubringen, um die jetzt auch noch irgendwie auf den gleichen Stand wie mich zu holen, dann würde ich da sehr gerne reingehen. Weil ich auch glaube, dass das die gleichen Kämpfe sind und dass diese Kämpfe zusammengeführt werden müssen, dass das nicht alleine geht. Aber es ist halt eine Sache der, wo kann ich rein und wo kann ich nicht rein. Vielen Dank, Lorena. Ich glaube, Lubna wollte auch noch gern dazu. Ja, danke. Nur ganz schnell auch dazu. Also Frauenbewegung, auch da hat sich natürlich jede Menge getan. Also ich würde behaupten, wir sind ja hier alle FeministInnen. Und im Moment ist es für mich gerade so, dass der intersektionale Feminismus eben ganz vorne ist. Und das wurde eben von schwarzen Frauen geleitet und das auch nicht erst seit gestern. Also ich würde diese kommt zu uns, das finde ich total schön, aber ich würde es eher andersrum sagen. Ich würde sagen, kommt ihr doch zu uns.
Weil der intersektionale Feminismus beinhaltet nämlich alle, wohingegen eben nur der Feminismus eben sehr, sehr binär eben nur auf Frauen der Dominanzgesellschaft reduziert ist. Also gerne zusammen. Super, was wahrscheinlich ein anderes Panel wäre, aber danke dafür, Lutna. Und ich würde auch Lorena noch ergänzen wollen, dass es mir mit dem Rassismus genauso geht. Also Rassismus in der Frauenbewegung ist ein Urproblem unserer schwarzen Community, die in der Frauenbewegung angefangen ist in Deutschland, durch Audre Lorde etc., wo diese Themen angestoßen wurden. Und wo es schon leichte Veränderungen gibt, aber das auch immer für mich immer so ein, welchen Feminismus? Ne? Also den Feminismus gibt es nicht. Und ich glaube, davon müssen wir uns verabschieden. Und ich bin 100% bei dir, Luna. Ich sehe es auch als ein Calling in. Ne? Und nicht, wir von uns wird wieder erwartet, dass wir irgendwie wohin gehen, sondern komm zu uns. Ne? Come to the, also das macht es ja breiter. Ne? Der, genau das ist doch der intersektionale Gedanke auch. Aber das ist ein anderes Panel, glaube ich. Ja. Das wäre ja ein anderes Thema. Also das ist ja schon wieder so ein Schuh. Ne? Also, ja, also ich muss euch wirklich großes Dankeschön. Dankeschön an Tessa für die tolle Moderation. Danke an Natascha, Lorena, Lubna, Naima, Roshanak, dass ihr euer Wissen und auch, ich war zwischendurch, dachte ich so, oh, haben wir jetzt irgendwie dazu aufgefordert, dass ihr so zu viel Persönliches, ja, weil das ist natürlich immer mit Verletzung verbunden, irgendwie diese Erfahrung auch von Ausschluss, Diskriminierung nochmal zu erzählen, die ja dann mit der Selbstermächtigung zusammenhängt, ja. Und ich möchte euch deswegen danken, dass ihr das mit uns geteilt habt, weil ich glaube, für ganz viele ist es immer noch wichtig, gerade aus der weißen Mehrheitsgesellschaft, das zu auf so einer individuellen Ebene zu hören, um es zu verstehen. Deswegen hat es seine Berechtigung für mich. Ich weiß aber, was das für uns alle immer wieder bedeutet, das erzählen zu müssen. Ja? Und deswegen bin ich froh, dass wir am Ende nochmal so die Kurve bekommen haben, auch gerade durch Lorenas super Studie einfach nochmal so, ja, das sind die Ergebnisse, hier sind wir und das sind die Veränderungen, die es vielleicht geben müsste. Und danke, Natascha, dass du das nochmal so auf die Diskursebene gehoben hast. Ja, natürlich brauchen wir viel mehr und ich meine, Geschichte des Kolonialismus, jahrhundertelang, wie schaffen wir das abzubauen und so. Also ich glaube, es war jetzt wirklich so reich und vielfältig. Vielen Dank, dass wir in dieser kurzen, knappen Zeit das gemacht haben. Ich würde mich total freuen, euch nochmal begrüßen zu dürfen. Und vielleicht können wir dann, genau, noch spezieller nochmal auf verschiedene Feminismen eingehen und so weiter. Und auch die Einladung, kommt zu uns, ja, also von euch ausgesprochen, kommt zu uns. Oder von uns ausgesprochen, Pro Quote Film, kommt zu uns. Vielleicht könnte das sogar ein Titel sein. Und dann besprechen wir nochmal, was für feministische Räume gibt es, was gibt es für Bewegungen zwischen den feministischen Räumen und wo können wir uns treffen und wo können wir zusammen was machen. Genau, also vielen Dank auch an Tonja, dass du wie immer ganz großartig unser Treffen hier gemanagt hast. Ja, danke an dich, Pari. Ja, also danke an dich fürs Kuratieren und fürs Organisieren und an Pro Quote Film fürs Ermöglichen. Ja, und danke an Barbara Teufel, die ein treuer Fan unserer Veranstaltung ist. Immer da, immer mit einer Frage. Ja, also vielen Dank wirklich an alle. Und ja, habt noch einen schönen Abend. Dankeschön, euch auch. Ja, danke, vielen Dank, danke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Super, danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.